Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Krentenbettern. Theateraufführungen der Bühnenspiele Höschheit in Solinger Mundart haben im Theater- und Konzerthaus jahrzehntelange Tradition. Diese wurde in diesem Jahr leider unterbrochen. Die für April geplante Premiere von Krentenbettern musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, gab es zum ursprünglichen Premierentermin den Mitschnitt einer Probe im Stream. Der stieß auf eine solch große Resonanz, dass wir nun einen Nachschlag produziert haben. In Form einer Auffrischungsprobe des Ensembles im Theater, die wir aufgezeichnet haben und heute im Stream ausstrahlen. Zu sehen ist der erste Akt des Mundartstückes von Heinz Weiersberg. Gespielt wurde wieder in einer Probendekoration und in Probenkostümen. Viel Spaß mit den Bühnenspielen Höschheit im Solinger Stadtensemble und einem weiteren Ausschnitt aus Krentenbettern. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie auch manchmal grau. Einmal wird sie wieder. Ja, ist wat? Ja, es ist wat. Wat dann? Sonst wollst du nicht in das eifeilige Blären abhören? Man wird doch mal noch ein Liedchen singen dürfen. Ja, nur jenes Singen, du hätt ja auch nimmes jetzt. Du sollst aber nicht so schreien wie ein Jählhuhn. Jählhuhn? Ja, gläufst du dann, du singst besser. Was war das dann, was du gestern beim Ferkelstall und Mist mir dann hast, wa? Du hast sie blökt wie einen alten Schopsbock. Du, den Schopsbock möcht ich nicht gehört haben. Dann von mir ut Ütterbock. Und was machst du da eigentlich? Ich bin am Fläschchen am Spüren. Ah, am Fläschchen am Spüren. Ja, das kann man aber auch immer mit längeren Ohren sagen. Dann hättest du aber erst ja nicht zu froren broken. Wird mal bloß nicht ruppig. Wer hätt ein Jählhuhn für mich gesagt, wa? Ja, ist ja gut. Doch hör uns, was willst du mit der Flaschen, ey? Krentenbittern ansetzen. Wieso? Ist es dein anderer Tee? Ja, die Kranten sind halt Hureb. Ja, haben wir dann nichts anderes zu tun, als Krentenbittern einzusetzen? Ich denk, dass das hier im Hof noch andere Arbeit hört, die nüdier ist. Arne. Bloß wenn es im Winter um die Suppen geht, dann jüdet kein Arbeit, die nüdier ist. Kann dir doch alt ins Gesicht, du seid's nicht zum guten Schluter an. Ja, was ist denn hier alt hier los? Geh sie mal an mit dran. Du bildet doch bloß nichts in. Ich will an dir dran. Ich hab doch noch ein bisschen Geschmack. Du lässt das Weit nur in Ruhe. Und übrigens, ich habe ihm den Auftrag gegeben, den Krentenbettern anzusetzen. Ja. Bleib du ihm noch. Wo der dösige Frau bin, von da sowieso hier so eine gute Klappe hat. Er hat auch Jählhuhn für mich gesagt. Na. Nun krieg dich wieder in. Jählhuhn hätte für dich gesagt. Ja. Und was hast du drauf gesagt? Ütterbock? Also, das darfst du ja nur auch nicht sagen. Na, du hörst ja, wie frech das Mensch ist. Ja, er war ganz zu dösig, ist das Mensch ja nicht. So, wenn es gegen mich geht, dann bist du immer dabei. Mag du ruhig wieder und lass dich vernünftig stören, hörst du? Ja. Trud. Ach, dach Lisa. Sag, hör uns. Hast du meine Jünter nicht gesehen?
Wen soll ich hier sehen, Han? Ach, Minne Jünter, weißt du doch, der Junge, mit dem ich gestern du am Turnier stangen han. Ach, de. Oh, lutig du, er war da Buhr nicht drüber kriegen. Bist du verrückt? Schrei doch nicht so hart. Lisa, wenn der Aul dir jetzt don will, ich hülp da, jo. Das ist nett von dir, jo. Na. Davon geht die Was Welt nicht? Nicht unter, sieht man Gott, sonst kannst du nicht in die Klappe holen. Drauf. Die Frau hätte hier gesagt, ich soll mich von nimmer stören loten. Ja, beim Spül, aber nicht beim Blair. Lisa, Lisa, komm mal ins Her. Ja, Vater. Ich hab dich grad nass gemacht. Ah! Scheiße. Ja, kriegt man so schlecht geht ohne Wasser. Ja, ich kann ja Wasser reintun. Wäre mir im Grunde lieber. Müssen wir noch mal eben wiederholen. Ab. Ich komm noch mal rein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie auch manchmal grau. Was juckt da nie? Einmal wird sie wieder bunt. Kannst du da nicht ins das Blären abhören? Die Frau hätte gesagt, ich soll mich von nimmer stören loten. Ja, beim Spö. Er war nicht beim Blären. Ach, Lisa, komm mal selbst her. Ja, Vater. Verdammt doch, Insel. Kannst du nicht ins Bett aufpassen? Kann ich doch nicht für, dass du immer grad durchstehst, wo du Vater hinspritzt. Du bist doch ein seelendösig Frau, Mensch. Itterbock. Das sag ich dir. Wenn du den gute Klappe nicht hörst, dann schmied ich dich rot. Das tätst du doch sowieso nicht. Du hältst mich doch für jeden Dreh nüdig. Wenn du ever meinst, dann such doch ins Tor, wo den Angermat herkriegst. Alte Klappe. Das is it, Junge. Das weht ganz genau, dass ich ja nicht in der Rut schmieden kann, nur weil ich einfach keinen Angermat krieg. Was ist, Vater? Ach, Lisa, dunder uns ewes in Decke ob den Tisch, ja? Itzig kommt der Gruthängler Wiedenbusch und dann hol ich mich mit dem du hier seh. Ewa, Vater, du siehst doch, dass ich da bei in die Wäsche obzuhangen. Ja, nu, das kann das Dritte ewes tun. Ja. Nee. Ja, das heisch hier, nee. Wäsche obhangen kann ich nicht. Warum kennst du das denn nicht? Weil die Frau gesagt hat, ich soll mich von nimmes Türen loten, beim Flaschenspülen. Oh. Ey, ja. Frau Mensch, das bringt mich noch auf 180. Oh ja, du wird sich die Frau ever freuen. Oh. Komm, Vater, ist gut. Ich tun die Decke auf den Tisch und die Wäsche hang ich dann später ab, jo? Ist reit, Wete. Ach, und tun dich jetzt nicht an. Ja, warum das dann? Ich denk doch, dass ich im Wäsche obzuhangen gut genug ansehen. Ja, nicht im Wäsche obzuhangen. Nee? Ich hab noch gesagt, dass jetzt sich der Wiedenbusch stimmt. Ja, was han ich dann mit dem Wiedenbusch zu tun? Hey, du weißt doch, dass der Wiedenbusch in jede Partie ist, ne? Ja, nun, ein staatsen Kerl ist er doch auch, oder nicht? Vater, du weißt genau, dass ich nicht mit dem Wiedenbusch han und... Und ich möll doch nix mit dem Todon, Han. Ja, du musst jo weten. Ich glaub aber bloß nicht, dass du mir mit dem Flabes ankommen kannst, der du das Urwes immer wie so einen lübschen Fischi um den Tunnel rumstrickt. Vater, was soll dat? Der Jünter ist nun ordentlichen Kunden. Ach, ein Flabes von einem Musiker ist er. Der das Urwes um Klepsiller jette de Violin strickt. Na und? Auch Musiker sind anständige Menschen. Ja, und was soll ich mit dem hier um Hof, was? Sei der Fläts, Hühnern jetzt für stricken, dass die einen Walzer tanzen können?
Oh, das fing ich ever nicht. So, taram, tam, 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 tam. Halt du dich großen und spür. Wird sich doch bald noch ernst der Band vertreten dürfen. Du sollst dich doch vernimme stören, Luten, nicht? Das hängst du seit Flaschen spülen. Und nicht hier rumhüppen wie ein krankes Spreu. Was hast du hier seit? Kranke Spreu? Du. Ach, du auch, Stiefuhr. Das ist doch. Und übrigens, Vater, der Jünter kann auch noch jetzt Angersch es bloß Violin streken. Ach so. Hm? Was kann er denn noch? Fleets Flöte spielen, dann im Demüs und der Ratten nur lopen. Wie der Rattenfänger von Hame. Och, die kann man ja okay vernünftig Wort kallen. Das haul ich im Kopf nicht gut. Lisa! Aulen, Stinkbüdel! Davon geht die Welt nicht unter, sucht man sie auch manchmal grau. Mein Gott, sonst kannst du nicht ins den Klappe hauen. Die Frau Hetti, seit ich sie mich vernimme, stören lot. Ja. Hey, ja. Beim Spö. Er war nicht beim Blair. Lisa, komm mal und seh was her. Ja, Vater. Mein Gott, kannst du da nicht ins Jett aufpassen? Kann ich doch nicht für, dass du immer grad durchstehst, wo du Water hinspritzt. Bist doch in den Seelen dürsig, Frau Mensch. Ütterbock. Das sag ich dir. Wenn du die gute Klappe nicht hältst, dann schmied ich dich rot. Dälst du doch sowieso nicht. Du hältst mich doch für jeden Dreht nüdig. Wenn du ever meinst, dann such doch ins Tor, wo dein Angermat herkriegst. Alte Klappe. Das is it, Jogart. Ja, dat weet ganz genau, dass ich es ja nicht rot schmieden kann, weil ich einfach keinen anderen Mat krieg. Lisa. Was ist dein Vater? Lisa, dunder uns ewes ein Decke auf den Tisch, ja? Itzig kommt der Gruthängler Wiedenbusch und dann wohl ich mich mit dem Duell sehen. Ach, aber Vater, du siehst doch, dass ich da bäse in die Wäsche abzuhangen. Das kann der Tröd doch ewes tun. Helle! Mit hey, schiel, nee. Wäsche abhangen kann ich nicht. Ja, wieso kennst du das denn nicht? Weil die Frau gesagt hat, ich soll mich vernimme stören loten beim Flaschen spülen. Ja. Das Frau Mensch, das bringt mich noch auf 180. Oh ja, du wird sich die Frau immer freuen. Du. Komm, Vater, hör's ob. Ich tun die Decke ob den Tisch und die Wäsche hang ich dann später ob. Jo. Ja, es ist halt weite. Ach, Lisa, und tun dich jetzt nicht an. Ja, warum das dann? Ich denk doch, dass ich im Wäsche obzuhangen. Jut genug Ansinn, jo. Nicht im Wäsche obzuhangen. Na, ich hab doch gesagt, dass itzig der Wiedenbusch kommt. Vater, was han ich dann mit dem Wiedenbusch zu tun? Du weißt doch, dass der Wiedenbusch in jeder Partie ist, hm? Ja, du, und im staatsen Kerl ist er doch auch, oder nicht? Vater, du weißt doch, dass ich nicht mit dem Wiedenbusch han und ich möchte auch nichts mit dem zu tun han. Ja, du musst es ja wissen. Ja, glaub einfach bloß nicht, dass du mir mit dem Flabes ankommen kannst, der das Ohr bis immer wie so einen lübschen Pfiffi um den Tunnel rumstrickt. Vater, was soll das? Der Jünter ist ein Arschständchenkunde. Ein Flabes von einem Musiker ist er. Der das Ohr bis um den Klepp soll er jetzt der Violin strickt. Na und? Auch Musiker sind ordentliche Menschen. Ja, und was soll ich mit dem hier um Hof, was? Soll der Fletz denn den Hörnern jetzt fürstrieken, dass die den Walzer tanzen können? Oh, das fing ich ganz prima. So, taram, tam, 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 tam. Halt du dich droten und spö. Man wird sich doch bald noch ernste Band vertreten dürfen. Du sollst dich doch vernimmst führen, Leute, nicht? Das heißt, du sollst Flaschen spülen und nicht hier rumhüpfen wie ein kranker Spreu. Was hast du gesagt? Kranke Spreu? Du,
Du auch, Stiefuhr! Das ist doch... Vater, und übrigens, der Jünter, der kann auch noch jetzt anders als bloß Violin streken. Ach so. Mhm. Ja, was kann er denn süß noch? Vielleicht Flöte spielen, dann im Demüs und der Ratten nur lopen? Wieder Rattenfänger von Hameln. Nie kann man jo kein vernünftig Wort kallen. Hol ich im Kopf nicht gut. Lisa! Aulen, Stinkbüdel! Du Tut, was soll eigentlich immer das Wort Ütterbock? Och, bloß so. Ja, weißt dann überhaupt, was ein Ütterbock ist? Nö. Aber das ist so ein Wort, wo ich den Buhr immer mit ärgern kann. Dass ihr zwei euch auch nicht vertragen könnt, jo. Die fängt doch immer den Streit an. Ach, komm, du Jutzin. Lisa? Ja? Wenn du mich nüdig hast, ich hülp da. Das ist nett von dir, Tröd. Aber tag doch dein Vater nicht immer so. Ja, wenn der mich auch nicht ärgert. So. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag, das Fräulein könnt ihr euch sparen. Wie? Ich denke, Sie sind nicht verheiratet. Na und? Muss man denn drums willen ein Fräulein sein? Nein, aber ist ja auch egal. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da, Tröd? Ich spül. Ach, Sie spritzen mich ja ganz nass. Ja, ich spül ewes Flaschen. Wie bitte? Soll ich das etwa auf mich beziehen? Das hat ihr gesagt. Nix für Unjut. Beim Flaschenspülen kann so jetzt alt ins Feuer kommen. Sagen Sie mal, was machen Sie denn mit den Flaschen? Krankenbittern upsetten. Wie bitte? Können Sie mir das mal ins Hochdeutsche übersetzen? Ja, dann passen Sie mal up. Das hier jut also Krankenbittern. Was sind denn Kränten? Wie? Ihr kennt kein Kränten? Nein. Ja, also, Kränten sind auf Hochdeutsch, ja, ewes Kränten. Nee, auch nicht. Das sind schwarze Kränten. Die waßen so am Strug, so in Trobbeln. Wimmelscher nennt man die auch. Ach, Sie meinen Bären. Was, Bären? Wir haben doch hier keinen Zirkus. Ja, ich meine schwarze Johannisbären. Ja, jo, das kann man auch dafür sagen. Die sind doch nicht so dumm, wie ihr aussieht. Also die die Kranten werden zuerst hier in die Flaschen geköpft. Also die Flaschen werden mit Bären gefüllt. Nee, bloß so ein bis zwei Haufen. Wie viel bitte? Ja, sagen wir mal so bis hierhin. Und der Rest, bis die Flasche voll ist, so kommt dann Chloren Plüschtrupp. Was sagen Sie? Plüsch kommt darauf? Ja. Sie meinen Plüsch, wo unsere Plüschbären draus gemacht sind? Jetzt könnt ihr halt wir mit den Bären. Nee, Fussel kommt da drauf. Chlorenfussel. Ach, Sie meinen Schnaps. Ja. Also, Schnaps kommt auf die Bären. Jetzt verstehe ich. Ja, das wurde aber auch langsam tief. Herr Wiedenbusch, gut, dass Sie schon bei der Bahnen sind. Hallo, Herr Dörner, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ach, jede. Ich habe es immer so in dem Bollen hier. Und das streckt dann runter bis in die Wattbrunnen. Aber kommen Sie, setzen wir uns an den Tisch. Sehr gerne. Übrigens, die Trütt hat mir gerade erklärt, wie man Krentenbittern herstellt.
Sorry. Wie man wie heißt das Zeug nochmal? Krentenbittern. Wie man Krentenbittern herstellt. Und? Habt ihr das verstanden? Nein, nicht wirklich. Die schön so ob der Klötzke Schule gegangen. So, Herr Dörner, wenn Sie einmal schauen wollen, ich habe den Vertrag bereits einmal formuliert. Ja, sofort. Aber warten Sie noch einen Tast. Tröd! Ja. Sie, die Sache soll mir nämlich nicht so durch abgehen. Hm? Tröd! Ja, ist wat? Ja, komm doch ins Ebes her. Ja, wat ist? Ja, Jan, hol uns eine Flasche Krettenbitter. Ach nee, sich ins an. Hol die Mull und Jank. Mein Gott, immer der Stress. Dress! Günther, du, der Vater will nix von dir weten. Das kann ich mal denken. Das will ich an dem Vater seiner Stelle auch nicht. Ach du, das ist mir ja nicht zum Lachen. Ach, die Hauptsache ist doch, dass du jetzt von mir weten willst. Ja, aber wenn wir doch hier roden willen. So, mi wo nicht mi do. Was? Mi wohl nicht du? Ne. Wer hat das denn eigentlich so? Ich weiß das. Hier? Ja, dann vertell uns. Ne. Ja, und wo sind die Gläser? Wie? Gläser auf? Mit dem Donnerkill sollen wir dann unter Flasche trinken? Däte doch süß auch. Ja, ja, und wie denkst du dir das, wenn der Vater nicht jo seht? Warum soll der da nicht jo sagen? Ach, er hätte sich uten Klüngeln geredet. Was er mit einem Violinspieler soll, hätte ihr seid. Er bräut auch keinen, der den Höhnern den Walzer werden. Er lud mich dann ins Marken. Na, hoffentlich hast du Glück. Oh. So. Herr Wiedenbusch, dann wollen wir uns mal einen hinter den Mandeln kippen. Was? Sehr gerne. Auf Ihr Wohl. Prost. Prost. Ah. Ist der lecker. Ja, gut, nicht? Ja. So, dann können wir ja wohl mal anfangen. Also. Wenn ich das hier so reit verstehe, dann nehmen Sie von mir in der Weke 1000 Eier. Hm? Richtig, sehr richtig. Und auch im Mund 1000 Hits. Jawohl. Und der Vertrag läuft über ein Jahr. Ist das recht so? Ja, in Ordnung. Hm? Ja, dann wäre ja alles klar und wir können die Verträge unterschreiben. Ja. Von mir aus gerne. Ja, aber warten Sie noch einen Augenblick. Tröd. Ja. Tröd, sich doch ins, wo es Lisa ist. Lisa. So. So. Tröd, ja, was ist jetzt mit dem Lisa? Lisa ist nicht do. So, Herr Wiedenbusch, auf das Geschäft lade ich Sie nun in meine Stammkneipe ein. Da müssen wir unbedingt einen drauf schnufen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Gut. Ja, aber warten Sie noch einen Augenblick. Gut. Ich will mal erst ein Anger Kamisol antrecken. Ja. Meine Daughter wird Ihnen so lange Kompanei antun. Was wird sie mir antun? Die wird sie
unterhalten. Oh, das freut mich aber sehr. Sonst, was machst du denn, du? Ich, auch ich bin am Flehen, am Fangen, jo. Du bist hier, um zu arbeiten, nicht um Flehen zu fangen. Immer der Stress, Dress. Lisa, Lisa, Lisa. Lisa, sonst hast du Knöpfe auf den Ohren. Ja, Vater, was ist? Was ist das denn? Ja, ever, Vater, das ist doch der Jünter. Aha. Das ist der Violinenstreker, hm? Das will ich euch sagen. Das mit euch und dem Lisa. Das schlug euch unter den Kopf. Ja, aber ihr kennt mich doch noch ja nicht. Das ist auch nicht nötig. So, und jetzt macht er da die Hacken Schmerz, das lud ich der Bello los. Und du, kommst jetzt in sie her. So, Herr Wiedenbusch, hier bringe ich euch meine Tochter. Ihr kennt euch doch schon, nicht? Ich hatte bereits die Ehre. Ja, ich glaube auch. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Guten Tag. Sehr erfreut. Ja, so, ich bin rüstig wieder da. Hm. Mein Vater wird sicher gleich zurück sein. Ach, das hat doch gar keine Eile. Bei einer so netten Unterhaltung kann er sich ruhig etwas länger Zeit lassen. Darf ich euch noch einen Kranzen bittern, Utschöden? Wie bitte? Trinken Sie einen mit? Verselber, du sag ich nicht nee. Ich meinte eigentlich Fräulein Lisa. Ich? Nein, danke. Das Lisa kann auch nicht mittrinken. Ja, aber warum denn nicht? Weber bloß zwei Gläser Hand. Och, ich würde Fräulein Lisa mein Glas gerne zur Verfügung stellen. Ja, wir müssen klappen. Uwe, du musst noch mal abgehen. Du hast schon wieder hingeguckt, Petra. Ach ja, ja, stimmt. Dann ist der Gag kaputt. Ja, hast recht. Uwe? Ja? Und dann sofort sagen. Aber immer. Selber dringe ich ihn mit. Es war auch zu spät. Wo wir hier stehen und er geht. Ja, und ich sag dann, ich bin rüstig wieder da. Mhm. Dann bin ich weg. Ey, ja, ich bin rüstig wieder da. Hm. Gut. Mein Vater wird sicher gleich zurück sein. Ach, das hat doch überhaupt keine Eile. Bei einer so netten Unterhaltung kann er ruhig etwas länger fortbleiben. Darf ich euch noch einen Kranten bittern, Utschöden? Wie bitte? Doch, gerne. Würden Sie einen mittrinken? Verselber, du sag ich nicht nee. Entschuldigung, ich meinte eigentlich Fräulein Lisa. Ich? Nein, danke. Das Lisa kann auch nicht mittrinken. Aber, ja, warum denn nicht? Beaver Blues Zweigläskerhand. Ich würde Fräulein Lisa sehr gerne mein Glas zur Verfügung stellen. Ja, das wäre. Wieso? Was wäre denn so schlimm daran, wenn Fräulein Lisa aus meinem Glas trinken würde? Ja. Warum denn? Wegen Corona. Wegen was? Ich meine, wenn Sie das Glas natürlich vorher ausspülen. Nee, das geht nicht. Dann krittert weit Corona und das will ich nicht. Ich verstehe Sie wirklich nicht. Och, das geht nichts. Nu blidens netto sitten, jo? Nee, 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 nee. So, und nun seht ich ins wir hinger über Glas und dann Prost. Würden Sie mir bitte mein Glas rüberreichen? Nee, das geht nicht, weil das dann überschlappert. Komm, seht ich nicht hier hin. Prost. Prost. So, das hätten wir noch eins, jo. Thank you.
Dem han ich ewa ins Ewes net den Kies von der Butter getrocken. Mein Glück, dass der alte Trampel endlich fort ist. Aber, Fräulein Lisa, ich würde... Herr Dingeskirchen, was ich noch sagen wohl. Ach, mein Gott, da ist das Ungeheuer ja schon wieder. Hat ihr jetzt hier seid? Ich meinte, der Krentenbittern schmeckt ungeheuer gut. Ja, ich mein, ich hätte jetzt von ungeheuer gehört. Aber wenn euch der Krentenbittern so gut schmeckt, jo, dann will man noch eins, ja. Nein, danke, das wird mir alles viel zu viel. Nun mach doch nicht so ein Perzkötelei. So ein paar Füsselscher wird er doch mal noch verkimmeln können, oder? Also, Prost. Prost. Oh. Also, ihr müsst den Vertrag in der Wirtschaft bejeten. Ja, das hört heute bei dir, Chef. Du verstehst du nichts von. Nee, du verstehst ich nichts von. Bloß wenn du das nicht de Fut über der Erd schleppst. Und ich dich damit gewalt in ein Bett stoppen muss. Ja, du verstehst ich denn jetzt von. Aber das sag ich dir. Magst du mir das nicht verstellen, dann hört dich der Döker. Jetzt mag doch nicht so ein Gedöns. Was soll der Wiedenbusch dann denken? Sonst, was denkst du denn hier? Du sollst arbeiten und dich nicht am Glas zu packen holen. Immer der Stress. Dress. So, Herr Wiedenbusch, da wär ich wieder. Darf ich euch meine Frau vorstellen? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Das ist meine Frau. Und das ist der Herr Wiedenbusch. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sehr angenehm. Tag, Herr Wiedenbusch. Guten Tag. Ich will hoffen, dass Sie sich mit meiner Tochter gut amüsiert haben. Oh, Eva Vater. Ja, nur hör, Eva Enz. Ja, was sind das denn für unverschämte Kaleroden? Ich meine, dass sie Ihnen eine gute Kompanie angetan hat. Ich glaube doch, dass hier ein Irrtum vorliegt. Ich hoffe doch nicht, dass Sie glauben, ich wäre Ihrem Fräulein Tochter zu nahe getreten. Nee, der ist so unschuldig wie ein Kleinkind. Da muss man auch immer drauf aufpassen. So sind die überall mit den Fingern dran. Nee, Herr Wiedenbusch, so hatte ich das auch nicht gemeint. Bloß meine Mann, der... Was meinen Sie, Herr Wiedenbusch? Wollen wir uns auf die Lappen loten? Wäre ja zu schade. Und es wäre sehr schön, wenn Fräulein Lisa mitkommen würde. Nix so. Lisa, ach, das muss man noch der Wäsche abhängen. Ach, schade. Na ja, von mir aus können wir los. Tja, dann. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Ja, auf Wiedersehen, Herr Wiedenbusch. Und lot mal die Kirche im Dorf, jo. Was hat Ihre Frau jetzt gesagt? Wir sollen uns einen vergnüglichen Abend machen. Den vergnüglichen Abend, den kriegst du, wenn du heimküsst. Hast du jetzt gesagt? Ich? Nö. Ich hab mit mir selber gekalt. Für die Eckalerei ab und holt dich am Arbeiten. Ach, immer der Stress. Herr Wiedenbusch. Du? Sag eins, hast du ein Stück Wurst für mich? Wurst. Hüdet denn süß ja nix, was ich dir geben kann? Süß ja nix? Doch, ich weet jetzt. Ja? Was dann? Ein dick Stück Speck. Du, ich hab kein Wurst und auch keinen Speck. Ja, kannst du da nix besorgen? Das weiß ich nicht. Wo hängt dann die Wurst und der Speck? Du im Stall in der Kammer. Ach, du im Stall in der Kammer? Ja, wo ist die Kammer? Die zweite Tür. Aber gut abgeschlossen ist die Kammer. Hast du jetzt gesagt? Ich?
Nö. Ach, die zweite Tür. Tröt. Wer war das dann? Das war der Drickes, meine Frönk. Das war mal aber einen komischen Vogel. Nee, der Drickes ist ein Lebenkunden. Er hat mir auch ganz lief über die Backen gestreckt. Ja, das kann ich mir vorstellen, wie die dir über die Backen gestreckt hat. Du kannst ins Tor die Hütte jetzt abrummen. Ja, glieg. Frau! Was ist, Drickes? Die Hühner, die flattern wie verrückt im Bungert. Was ist mit den Tieren? Verstell uns vernünftig. Die Hühner, die sind verrückt und der Dell, der Loch wie kaputt am Boden und der Anger, Dell, der... Mein Gott! Ja. Die Hühner, Jans, spinnen kaputt. Die flattern wie Wälder rum. Han, musst du ja hinter mir her? Jo, das mach Leute. Ach du, mach bloß das Fechküss. Mein Gott, was macht denn bloß mit den Dieren das sehen? Und ausgerechnet hütest der Bur nicht daheim. Das ist der Hühnerpest. Oh, vom Gottes Willen, das wird doch mal nicht wahr sehen. Das ist doch der Hühnerpest.